Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Remember Me. Wir haben es letztes Mal aufgehört und haben in der letzten Folge sehr viel in Erinnerungen rumgeschwankt. Um genau zu sein, haben wir sie sehr oft manipuliert, haben Tote gesehen, haben sehr viele Crashs gesehen, haben Geburtstagsgeschenke gesehen und auch herausgefunden, dass der Mastermind hinter diesem ganzen Projekt hier eigentlich Nillens Mutter ist. Was ich ganz interessant finde. Also mal sehen, wie sich das jetzt noch entwickelt. Nillen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist, ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. Ja, wird es das? Edge, bist du dir da sicher? Uiuiui. Hier geht auch schon wieder alles bergab, ne? Naja, mal schauen. Mal schauen, was uns hier begegnen wird. Was uns so die Augen öffnen soll. Einmal hoch damit. Aber ja, eine komische Forschung. Denn die Mutter war deswegen so wütend, weil sie halt einen Autounfall hatte wegen ihrer Tochter, weil sie halt rumgenervt hat. Aber wenn man diesen Unfall überlebt, ne? Warum sollte man denn sein Leben lang auf die Tochter halt wütend sein? Ich meine, es ist ein Kind, ne? Ganz ehrlich. Die war da, weiß ich, 11? Du kannst auch einem 11-jährigen Kind nicht in die Schuhe schieben. Das wollte ich diesen Unfall ja nicht verursachen. Klar, Kinder sind nervig, aber damit sollte man ja rechnen, ne? Das ist ja normal. Naja. Also wenn mir das passieren würde und ich ein Kind hätte, und man natürlich diesen Unfall auch überlebt, wie es jetzt in dem Fall war, dann wäre ich jetzt... Ja, natürlich ist man am Anfang vielleicht wütend, aber... Sein Leben lang. Wie gesagt, es ist ein Kind. Mein Gott. Och nö. Stichwort wütend. Ich werd's gleich. Aber nicht wegen dem Kind, sondern wegen denen hier. Oh, ich hasse die Teile. Ich hasse sie. Kann ich vielleicht irgendwie Licht anmachen? Weil die kann ich jetzt ja gar nicht... Wie soll ich die jetzt... Die kann ich doch nicht mal schlagen. Achso. So. Verstehe. Verstehe. So, den haben wir. Ne, doch nicht, ne? Doch, haben wir, glaube ich. Ja, sobald Licht da ist, ne, sind die gar nicht so schwer. Aber im Dunkeln, ne? Ne, machen die keinen Spaß. So, ab in den Fahrstuhl. Was ist hier abgebildet? Maximal wie viele Personen? 2, 4, 6, 7. Das ist gar nicht mal so viel, oder? Passen nicht normalerweise in Fahrstühle so 10 Leute rein? Vor allem in so einer Größe hätte ich jetzt 20 gedacht. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket. Ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuch. Hä? Und das ist deine Schuld. Ich weiß nicht, ob das gerade nur bei mir war. Aber bei mir war kurz gerade der Sound weg. Ich habe gerade in OBS kurz zur Seite geschaut und da war der noch da. Glaube ich. Mal schauen. Vielleicht war das auch nur bei mir eine Sache, weil mein Controller hat danach auch vibriert. Hm, komisch. Okay. Also wir sollen jetzt... Ja, ein bisschen Schlösser knacken, finde ich an sich in Spielen immer sehr spaßig, muss ich sagen. So ein Fallout oder Skyrim fand ich das immer cool. Oh, guck mal, da steht sogar Nillen. Was ist das? Warum steht da einfach Nillen? Das ist ja ein alter Screenshot, da hing ich ja vor hunderten Jahren drin. Oh ja, da ist Bad Request. Okay, müssen wir da wahrscheinlich hinschieben, ne? So. Muss ich wahrscheinlich so hinschieben, dass ich darauf klettern kann, schätze ich mal. Bisschen in die Räume gucken. Gott sei Dank sind das immer nur Roboter, die hier arbeiten. Oha! Der Meister des Scheibenwischens. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn mal antreffe. So, das ist doch ganz gut platziert. Schätze ich mal. So, da kommen wir jetzt sicherlich nicht rein.
ist nun aktiv. Bitte zurücktreten. Das Glas schließt. Oh. Ich wollte mich aber noch umschauen. Hä, warum hat sich das jetzt geschlossen? Okay, naja, gut. Ist auch egal. Wonischka. Okay, was auch immer. Achso, wir müssen jetzt warten, bis Science kommt. Achso, okay. Monzi Riot. Nee, wir wollen Bad Request haben. Was sind das für Namen? Spaghetti. Da ist er doch. Den wollen wir haben. So. Einmal bitte holen. Ach, das sind so Schränke, sind das. Ich hab's. Die nächste Fähigkeit. Perfekt. Damit knackst du Sicherheitsschlösser. Lass mich raten. Bad Request ist mein heimlicher Bruder. Stimmt's? Keine Antwort erhalten. Der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser, indem er sie mit einer Energiesalve überlastet. Ach so, okay. Ah, so eine Teile sind das. Fensterladen. Okay. Drücken Sie LB. Okay, okay, okay. Alles klar, machen wir. Um die Türkontrollkapsel zu überlasten, schießen Sie das Energiepaket auf blablabla ab. Okay. Klar, warum nicht? Hallo? Kann ich das? Kann ich damit bitte interagieren? So, dann haben wir das. Ah, okay, wir können Energie woanders rausziehen. Und dann woanders reinstecken wahrscheinlich, ne? Ja, okay, das ist cool. Das heißt, wir müssen immer einen A-Punkt finden, ne? Also halt, ne, Energiepunkt. Den dann da rausziehen und den dann auf den B-Punkt, auf den anderen Energiepunkt leiten. Interessant, also überlasten halt, ne, wie es ja schon angekündigt wurde. Ich schaue mich erstmal hier drin um, bevor ich da was rausnehme. Wow, hier hätte man so gut drin was verstecken können, ne? Ah! Ich habe nichts gesagt. Hier wurde drin was versteckt. Oh, 7 von 55 Stück ist echt ein Witz, oder? Da habe ich mich echt nicht gut angestellt, aber naja, gut. Der Picksocket kann durch Fenster feuern. Durch Fenster feuern. Ach, da. Das ist tatsächlich sehr nützlich. Vielen Dank. Einmal rein hier. Boah, die haben echt, also... Wow. Wenn man doch nur so Scheiben wischen könnte, ne? Was ist hier so auf dem Tisch? Aus wie nach Chipspackungen, Zigaretten, Eisstäben, alles durcheinander. Da ist eine Monitorhalterung ohne Monitor. Ah nee, warte mal, ich vergesse mal. Die sind ja hologrammartig hier, ne? Trauma Room. Wie feindlich oder bedrohlich sie auch sein mag, kann kein legitimes gesellschaftliches Ziel sein. Okay. Mehr denn je hoffe ich. Ah, hier entlang. Oder was? Hier hoch? Okay, wir müssen ja an sich wahrscheinlich wieder Strom finden. Warte mal, wir können das doch von da hinten sonst nehmen. Aber wir wollen ja nicht wieder zurück, oder? Wo wollen wir denn jetzt lang? Ist das einfach nur ein Beispielraum? Ist hier irgendwie ein Button? Achso, ich kann hier rein. Achso, ja gut. Ich hab gedacht, da wäre Glas. Naja, okay. Wenigstens lag hier schon mal ein Amnesist. Aber wo genau ich jetzt lang muss, bleibt mir trotzdem immer noch eine Frage. Ich hätte gesagt, hier irgendwas, aber... Scheint mir nicht so zu sein. Naja, ich schaue mich mal nochmal um. Stand nicht auch irgendwas mit überladen dort? Wenn wir die Tür hier aufbekommen können. Ist eine Feuertür, ne? Ah, guck mal, da unten ist was. Okay, wenn ich mir die Energie hier mitnehme. Da unten hin Feuer. Ja, okay, da komme ich nicht ran. Ah, aber von da hinten komme ich ran. Also wieder rein. Strom nehmen. Vielen Dank.
Warte mal, von hier aus? Nee, ich wollte gerade sagen. Aber hier sind ab und zu auch mal ein paar runde Sachen, die man sich anschauen kann. Frage ist nur, wie aktiviere ich das von hier jetzt? Irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ich weiß nicht ganz, wo es hier lang gehen soll. Ah, hier. Guck mal, da haben wir es doch. Okay. Hab übersehen, dass da ein Fenster ist. Na. Was war das denn eben gerade schon wieder? Das sah mir nicht gut aus. So, ich habe gesehen, wir können hier auch nochmal runtergehen, ne? Da ist bestimmt auch nochmal irgendwas drin. Ja, zum Beispiel ein SAT-Patch. 2 von 5. Oh, es fehlen noch 3 Stück. Ach, Mann. Ich hab jetzt gehofft, nur noch 1 oder so. Aber 3 Stück noch? Oh. Ob wir die jemals noch finden werden? Schön wär's. Okay, hier kann ich nicht lang. Dem Fensterputzer lasse ich auch mal seinen Job. Na gut. Gehen wir wieder hoch. Da war ja der Raum, in dem wir offensichtlich rein gelangen müssen. Oder gibt's hier noch einen anderen? Möchte ich mich hier noch irgendwo umschauen? Sieht nicht danach aus. Na gut, dann einmal auf damit. Ich hab so ein komisches Gefühl, weil wir hatten jetzt schon, bis auf die Unsichtbaren, keinen Kampf mehr seit der letzten Folge. Ich glaube, jetzt kommt gleich wieder ordentlich was auf uns zu. Ist einfach so eine Vermutung, wisst ihr? Suche. Bitte Geduld. Aha. Dann such mal. Suche. Bitte Geduld. Willkommen, Dr. Green. Ach, mein neuer Name also. Mein Name ist nun Dr. Green. Len Green. Green ist an sich wirklich ein ganz cooler Nachname so. Wenn man einfach grün heißt. Generell irgendwelche Farben als Nachname zu haben, ist actually ganz cool. Hier ist Dr. Sebastian Quaid. Ich bin mir sicher, auch euch hat die Ankündigung von Frau Cartier Wells tief enttäuscht. Gut, dass die sich nicht umdrehen. Oh, jetzt tun sie es. Waren wir so nahe daran, den Ursprung der Mutationen aufzudecken. Ich werde daher diese Forschung fortsetzen. Oh, der verwandelt sich schon. Aber es ist die Rückverwandlung. Er ist total durchgedreht. Das hab ich gemerkt. Das brauchst du nicht erwähnen, Edge. Aber krass, okay, hier ist die Rückverwandlung bei 23. Der sieht schon wieder menschlich aus. Erinnerung gelöscht? Oh. Der wird sich nicht zurückerinnern. Und das ist, die Zelle ist sogar noch zu. Aber krass, okay, dann ist das ja schon tatsächlich im Prozess. Oh, da drin wäre Heilung, ne? Naja, ich gehe erstmal in den Raum da vorne, wenn wir die Möglichkeit haben. Ne, da ist eine Scheibe vor. Na toll. Dann gehen wir hoch. Tun wir mal das, was das Spiel sagt, ausnahmsweise. Hallo? Danke. So, was haben wir denn hier? Ich will auf jeden Fall mal auf die Leute achten, die hier in den Zellen sitzen. Warte, auf Gefangenen. 64, oh, der sieht aber... Ich habe gedacht, die sehen ein bisschen menschlich aus bei 64% schon. Aber na gut, es schwankt ja immer noch mehr hin zum Marauder statt zum Menschen. Dementsprechend eigentlich kein Wunder, ne? Dass es mehr danach aussieht. 69%? Ah gut, da wird ja die Erinnerung gelöscht und nicht rückverwandelt. Frage ist, wo die überhaupt das Geld auftreiben konnten, zurückverwandelt zu werden. Da ist er ja. Hallöchen. Der Arzt in meinem Kopf. Bad, wir holen dich hier raus. Zelle schließt zum Patiententransfer. Bitte zurückbleiben. Unbeaufsichtigter Patient in Schlaf. Tja, das war nicht so schlau. Darauf hätte ich aber auch kommen können tatsächlich. Also, bin ich der Meinung. Oh. Tja, na gut. Ich wollte nur gucken, ob da was ist, okay? Ich lasse keine Ecke und... Ja gut, eigentlich schon die meisten. Sonst hätte ich ja mehr SIT-Patches. Na, was kommen jetzt für Gegner? Ach, mal wieder so einer. Na toll. Hä, was macht er denn da? Er lässt die durch. Ja gut, mit der Anzahl komme ich doch klar noch.
Gute ist, dadurch, dass sie ziemlich synchron gesteuert werden, stehen die manchmal so gut nebeneinander, dass man die gleichzeitig treffen kann. Das ist ganz gut. Ach, sagte ich und werde aber 50 Mal geschlagen gerade die Minute. Weil ich genau zwischen denen stehe. So, erster tot. Zweiter folgt. So, dann komm mal her. Komm mal her, guter Mann. Wie wir ja gelernt haben, können wir durch die ja nicht sterben. So, immer ein kleines kleiner Prozent bleibt immer da. Ach nö. Dein Ernst. Ach Gott, jetzt habe ich nur noch ganz wenig Leben, die ich da einsetzen kann. Komme ich nach da hinten hin? Ist da auf? Weil dann würde ich mich nämlich gerne heilen erstmal. Oh, neue Fähigkeit. Sensentarnung. Lässt Nillen unsichtbar werden und erlaubt es ihr, sofort einen Gegner zu überlasten. Wählen Sie ihr Ziel weise. Ja, dann weiß ich doch, welchen ich nehme. Natürlich den Anführer, ne? Öffnen Sie das S-Impressionsrad und lösen Sie die Sensentarnung aus. Natürlich. Das mache ich doch. Nähern Sie sich dem Enforcer von hinten und überlasten Sie ihn. Mach ich. Boah, das ist cool. Das gefällt mir. Das heißt, die werden jetzt ja auch alle nicht mehr gesteuert, ne? Achtung, sofortiges Überladen funktioniert nur am Rücken eines Ziels. Die Unsichtbarkeit dauert 30 Sekunden und endet, wenn Nillen Schaden austeilt oder eine S-Impression verwendet. Die greifen mich trotzdem noch an. Hallo, ich habe euch gerade befreit, ihr Arschlöcher. So, das denn jetzt? Wollt ihr mich verarschen? Na gut, dann mache ich euch mal so fertig. So. Weg mit euch. Oh, da ist ja doch noch einer. Wo kommt der denn jetzt her? Wo kommt der denn jetzt her? Gut, dass ich den gerade so gut in die Ecke drängen kann. Ich weiß halt echt nicht, wo der jetzt herkam. So fing er an. Dann merkte er, dass er sie mit Sensen kontrollieren konnte. Daher das Rückverwandlungsprojekt. Nun lädt dieser Irre seine eigene Psyche in ihre Köpfe. Oh Mann. Eine Quaid-Leaper-Armee. Okay, gut. Wir halten ihn auf, um jeden Preis. Finde die Zelle von Bad Request. Sein Gedächtnis führt dich direkt zu Quaid. Mhm. Das machen wir. Oh Mann. Aber erstmal werde ich mich jetzt heilen gehen. Das habe ich mir ja wohl mehr als verdient. Nein, ich komme da nicht ran. Ah, warte doch, ich komme da ran. Puh. Gib mir erstmal ein bisschen Strom hier. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, ich denke aber, mit der Situation komme ich doch ganz gut klar. Ich mag die neue Fähigkeit, die ist cool. Die gefällt mir. Wer ist denn er da? Warum sitzt denn der da einfach? Ne, zwei. Die sind wohl beim Experiment draufgegangen. Sieht ein bisschen aus wie Bad Request, der da liegt. Aber die haben alle so ein bisschen interessante Frisuren. So, wir haben auf jeden Fall im Combo Lab einen neuen Schlüssel. Werden wir jemals da unten das Ganze überhaupt freischalten können? Geht das Spiel noch so lange, dass wir genug Schlüssel überhaupt bekommen können? Das ist halt echt noch viel, was wir hier haben. Okay, Y, ne? Na toll, haben wir gar nicht zur Verfügung, ne? Möchte ich denn irgendwas in eine Kombination einbauen? Ich bin gerade am Überlegen, ob wir uns mal ein bisschen Heilung einfach holen, indem wir das hier, nochmal das, einfach austauschen. Dann machen wir zwar weniger Schaden mit der Attacke, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil die kann man nämlich spammen. Und wenn man die Attacke spammt, dann kriegt man halt jedes Mal Heilung dazu. Das heißt, wir kriegen Heilung und das Lilane verringert die Zeit von einem Angriff. Das heißt, das ist tatsächlich dann doch schon ganz nützlich, würde ich einfach mal behaupten. Und ja, was wir hier reinmachen, ist eine gute Frage. Wir haben halt nur X, ne? Da fehlt halt noch ein bisschen was. Wir müssen erst wieder irgendwas mit Y finden. Ich denke mal, die restlichen, die da drunter noch sind, sind irgendwelche Y-Sachen. Wir können noch ein X reinmachen, tatsächlich. Ah, okay, das schaffen wir vielleicht doch noch. Wir bräuchten jetzt noch 4 Schlüssel und 2x Y. Alter, 220 Schaden würde das dann machen, jetzt schon. Jetzt schon, ne? Wenn das komplett voll ist und nur mit Rot. Wäre das nur mit Rot. Alter, das ist... Das macht mir ja fast schon Angst. So.
Alles klar. Ja, genau, die ist unterbrochen. Weiß ich. Kann ich auch noch nicht ändern soweit. Das ist etwas fürs andere Mal. Oh, warte mal, wir können hier in den Fahrstuhl eigentlich herein. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht, ne? Aber na gut, ich würde auf jeden Fall auch sagen... Oh, warte, haben wir uns schon geheilt? Haben wir doch gar nicht. Gute Idee, dass ich darauf noch gekommen bin. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, hier gehen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bin sehr gespannt, ob wir Bad Request letztendlich finden werden. Den möchte ich auf jeden Fall befreien, weil der wirkt eigentlich ganz nett. Und da bin ich mal gespannt, wo die Zelle von ihm ist. Wir werden die Fähigkeit, denke ich, nochmal nutzen müssen. Sonst hätten wir die jetzt ja nicht noch bekommen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Remember Me. Habt noch einen wunderschönen, erinnerungsreichen Tag. Lasst eine Bewertung da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.